Moin Leute und herzlich willkommen wieder zum neuen Informationsvideo über GTA Online. Da letzten Dienstag ein Fahrzeug hinzugefügt wurde, eher gesagt ein neuer Hubschrauber. Ja Leute, ihr dürft gespannt sein, denn es ist ein Kampfhelikopter. Genauer gesagt, es ist der FH-1 Hunter. Wahrscheinlich werden die ihn sowieso nur alle Hunter nennen, aber ist jetzt Jucke. Und in diesem Video werde ich einfach mal meinen Senf zum Hunter geben. Also generell, ob es eine Kaufempfehlung gibt oder nicht, ob er gut ist oder nicht, ob er scheiße ist oder nicht. Ihr kennt das Prinzip von anderen Videos schon. Aber ich würde sagen, fangen wir mal an. Natürlich ist der Hunter auf der Warstock-Seite verfügbar, wer sich den kaufen möchte. Natürlich, wenn man noch keine Mission gezockt hat mit einem Hangar und so, dann kostet der 4,123 Millionen Dollar. Für die Leute, die diese Hangar-Mission durchgesuchtet haben, können diesen Helikopter auch für 3,1 Millionen Dollar kaufen. Also wenn ihr diese Mission durchsuchtet, dann spart ihr euch 1 Million Dollar. Ist schon mal nicht schlecht, aber generell der Preis trotzdem mega heftig. Aber natürlich hofft man dann auch, dass das Flugzeug irgendwas Besonderes kann. Dass es, keine Ahnung, so stark wie ein Insurgent ist oder sonst irgendwas. Aber Leute, gleich mit es wisst. Nein, er ist nicht so stark wie ein Insurgent, hat auch eigentlich nichts Besonderes an sich. Er hält eine Explosion aus und manchmal ist er auch schon danach kaputt, aber manchmal hat er noch das Glück und könnte auch mit ein bisschen weiter fliegen. Aber auf jeden Fall bei der zweiten Explosion ist der kaputt. Was gibt's denn so Neues an diesem Flugzeug? Natürlich, ihr könnt natürlich verschiedene Designs draufklatschen, wie ihr lustig seid, das ist schon ganz cool, so ist es nicht. Aber sonst ist generell relativ alles Standard. Natürlich könnt ihr am Hubschrauber Bomben platzieren, diese Streubomben, die ihr halt abwerfen könnt. Ihr könnt natürlich auch diese Maschinenpistole zu einer Maschinenpistole umtun, die explodiert. So wie bei der Valkyrie, da explodiert der Maschinenschuss ja auch. Zum Beispiel, oder bei der Savage, oder bei Savage, wenn ich das nicht richtig ausgesprochen habe. Aber sonst, die Raketen sind generell gleich. Ihr habt Lenkraketen und ihr habt einen Streusatzraketen, sage ich jetzt mal. Das bedeutet, ihr schießt mehrere Raketen gleichzeitig ab, aber ohne, dass die irgendwo hinfliegen. Also irgendwo, zum Beispiel ein Jet oder sowas. Bei der Savage zum Beispiel könnt ihr Raketen ja auch durchgehend schießen, aber die fliegen auch hinterher. So, das ist schon mal auch ein Minuspunkt, was irgendwie doch recht schade ist. Natürlich, Leute, designtechnisch 1A mit Schmaus. Also von mir persönlich gefällt er vom Design wirklich sehr gut. Aber die Flugeigenschaften sind einfach grottig, Leute. Ohne Witz. Bevor ihr ihn kauft, Leute, fragt einen Freund, ob der schon hat und fliegt ihn mal. Ihr werdet merken, Leute, das Flugverhalten von diesem Helikopter ist grauenerregend, würde ich es mal bezeichnen. Also mir gefällt er vom Flugverhalten überhaupt nicht. Also wenn wir jetzt mal alles so jetzt mal zusammenfassen. Wir haben 10.000 Minuspunkte. Und wir haben so 2 bis 3 gute Punkte, ne? Vor allem diese guten Punkte, Design, hier könnt ihr Designs draufklatschen und das war's dann auch schon irgendwie. Also schon irgendwie recht enttäuschend und auf der Minusseite, ne, Flugverhalten, zu teuer und was weiß ich noch alles. Also mal ganz im Ernst, das Geld könntet ihr auch in einen Savage oder Valkyrie reinstecken. Die sind erstmal viel billiger und zweitens sind sie auch noch besser, so gesehen. Deswegen, Leute, meine Empfehlung leider, wirklich leider wieder, kauft euch diesen Helikopter nicht. Natürlich für die Leute, die dieses nötige Kleingeld haben, könnt ihr natürlich gerne in den Hangar reinstellen, weil er schon echt cool aussieht, aber wirklich damit kämpfen ist, naja, ich sag mal schwierig, schwierig. Aber das muss ja jeder selbst entscheiden. Also, ich fand einfach diesen Preis von 4 Millionen einfach echt, boah. Vor allem, da kommt ja auch noch Tuning drauf, ne? Also, pff. Aber na gut, Leute, das war meine Meinung. Wenn euch dieses Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Informationsvideos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.